Wenn wir nun von diesem Bild ausgehen, dass alles miteinander verbunden ist, das Bild einer Versorgungskette vom Urerzeuger, wir sind irgendwo dazwischen bis zum Kunden, alles miteinander verbunden, alles voneinander abhängig, alles so stark wie das schwächste Glied. Das heißt, wenn einer in der Kette jetzt zusammenbricht, dann geht es danach nicht weiter. Wenn wir diese Dynamik verstanden haben, was sind die Vorteile einer solchen Supply Chain, einer Versorgungskette? Bitte? Ein klarer Ablauf, genau. Ja, ein klarer Ablauf. Wir haben ein Bild. Ja, und der alte Spruch lautet, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist zwar ein bisschen abgelutscht, aber wahr. Wir haben ein Bild. Und dieses Bild gibt uns einen klaren Ablauf. Gemeinsame Interessen, wir verlieren auf diese Art und Weise den rein egoistischen Standpunkt, ja? Sondern wir müssen uns eingliedern in etwas Größeres, nämlich in diese Versorgungskette. Interessante Dynamik in der Betriebswirtschaftslehre. Ich habe in den 80er Jahren gelernt, Gewinnmaximierung, ja, egoistisch sein, ja, hier spitze Ellenbogen. Jetzt ist man eingebunden. Ja, jetzt redet man mehr von Gewinner, Gewinner. Das heißt, auch das Schicksal der Lieferanten ist für mich wichtig. Okay, was noch? Wir haben geringe Lagerbestände, wir haben geringe Durchlaufzeiten und wir haben geringe Kosten. Und wir haben, da wir ja miteinander verbunden sind, auch eingespielte Geschäftsbeziehungen. Ja, wir werden lieber mit einem Lieferanten die Zusammenarbeit intensivieren, statt Lieferantenhopping zu betreiben. Ja, wenn einer schreit, ich bin aber 3 Cent billiger, dass wir sofort zu dem gehen, das werden wir nicht mehr machen, weil wir in der Versorgungskette miteinander verknüpft sind. Vielleicht sogar EDV-technisch miteinander verknüpft sind. Ja, da wachsen teilweise Strukturen im Sinne von EDV-technischen Verknüpfungen, die verhindern, dass man einfach so springt. Weil man ist mit dem Lieferanten auch informatorisch verbunden. Ja, auch das muss man. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.